Hallo und herzlich willkommen zurück zu Race Room Racing Experience hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, vor einigen Tagen waren wir ja endlich mal wieder hier in Race Room drin. Da haben wir ja ein DTM, ein kleines DTM-Rennen gemacht mit dem C63 DTM von Mercedes AMG und habe euch aber schon angekündigt, dass ihr mit dem Update zwei ganz besondere Fahrzeuge reinkommen sollen, und nämlich zu einem mal der KTM X-Bro und zum anderen noch den Audi TT in der VLN-Variante. Und ja, ersteres ist jetzt endlich freigeschaltet worden, oder was heißt endlich, jetzt ein paar Tage später freigeschaltet worden, nämlich der KTM X-Bro RR. Ja, RR steht, könnte für Race Room stehen, steht aber, beziehungsweise, ja gut, ich weiß gar nicht, für was es steht, RR, ganz ehrlich. Weiß vielleicht einer von euch, kann er gerne in die Kommentare schreiben. Gleich mal eine kleine Hausaufgabe für euch. Oh, jetzt kommen schon die ganzen noch Schüler. Noch mehr Hausaufgaben, Hilfe. Ja, das ist ja jetzt nur der weiß. Ja, keine Sorge, es ist freiwillige Hausaufgabe. So, nee, der RR aber, was ich sagen wollte, ist die Rennversion des KTM X-Bows. Also wenn den X-Bow kennt. Ja, ich meine, ich kann jetzt hier mal kurz auf Store gehen. Hier, zack, zack. Das ist der KTM X-Bow. Und ich weiß nicht, kann ich da drauf gehen? Ja. Irgendwas Leder zumindest mal. Genau, da haben wir ihn. Und ja, beim KTM X-Bow RR handelt es sich um die Rennvariante. Also nicht die straßenzugelassene Tracktoy-Variante, sondern wie ich die Rennzugelassene oder halt Rennstrecken-Variante des Cup-Fahrzeugs sozusagen. Und ihr seht da auch mit ganz, ganz vielen verschiedenen Lackierungen kommt das mit ins Spiel. Und ja, gibt es eigentlich bei KTM selber wahlweise mit so Cup-Reifen, also so mit Profil oder wirklich Slick-Reifen. Hier im Spiel haben wir jetzt die Slick-Reifen-Variante. Es gibt auch verschiedene, man kann es auch zu verschiedenen zusammenstellen bei KTM selber. Aber wir haben hier, glaube ich, so das kranke Paket. Ja, da ist alles irgendwie ein bisschen drin. Und ja, kurz vielleicht zu den Daten. Vierzylinder, 2-Liter Motor mit 360 PS, Turbo aufgeladen, also schon ein richtig übles Ding. Ich glaube, damit kann man schon sehr viel Spaß haben, und ich glaube, dem setzt nur noch eins oben drauf, und zwar der KTM GT4. Gibt ja noch ein GT4-Fahrzeug von KTM. Den haben wir jetzt aber nicht bekommen, aber ich denke mal, den werden wir auch irgendwann mal im Spiel haben. Würde ich mich zumindest mal freuen, weil in der GT4-Klasse hat ja der schon ein bisschen aufgerieben. Ah, da oben steht ja sogar, was er hat. Das finde ich, das habe ich voll übersehen. Ja, 2012 kam der raus. 7360 PS, 810 Kilogramm Gewicht. Genau, das ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass das Ding ja ganz schön wenig wiegt. Hier Inline 4, also rein 4-Zylinder. Und Heckantrieb und hier die ganzen schönen Lackierungen. Ja, den gibt es gratis. Jeder darf sich dieses Fahrzeug jetzt gönnen. Ja, kostet nichts. Das ist schon mal eine coole Sache. Ja. Und des Weiteren ist ein neuer Wettbewerb dazu gekommen. Da können wir ganz mal kurz auf Wettbewerbe gehen. Und zwar eben die eSport Trophy mit dem KTM X-Bow. Da kann man sogar mit einer Fahrt in einem echten KTM auf dem Red Bull Ring gewinnen. Das ist schon eine coole Sache. Hier seht ihr auch, es sind 6 Runden, die man fahren kann. Man hat für jede Runde bis zum 15.02.2017 Zeit. Allerdings die einzelnen Runden starten immer versetzt. Die erste ist jetzt schon frei, hier auf Zandvoort eine Zeit zu setzen. Das nächste ist dann in Ugaro-Ring. Dann haben wir hier, das ist das Euro-Speedway. Dann ist es Slowakia-Ring, Red Bull-Ring. Als zweitletztes und am Schluss tatsächlich die Nürburgring-Nordschleife samt Grand Prix-Anbindung. Das ist natürlich richtig heftig. Und dafür hat man gerade mal nur 14 Tage Zeit, dann das hier abzukleppern. Und ja, unter jedem Teilnehmer wird auch noch was verlost. Und zwar unter anderem hier die Race Room Points und sonst noch ein paar so Sachen. Aber könnt ihr mal durchlesen. Steht alles irgendwie mit dabei, wenn es einen interessiert. Und ich denke mal, ja klar, wer Interesse hat bei sowas, so ein bisschen Leaderboard-technisch anzutreten, warum den nicht? So, das wollte ich am Anfang noch ein bisschen loswerden. Des Weiteren will ich auch noch loswerden. Ab morgen, nee, ab heute, ja, also für mich morgen, für euch jetzt, ist Black Friday Sale bei Race Room. Da gibt es auf alle Fahrzeugen und alle Strecken gibt es 50% Rabatt, glaube ich. Oder auf, nee, nicht alle, aber ein paar ausgewählte. Und auf alle Pakete, also wie jetzt die ETM Experience und so weiter und so fort, gibt es 25% Rabatt. Könnt ihr aber auch nochmal genauer nachlesen auf der Wikipedia-Seite zum Beispiel von Race Room, oder dann morgen wahrscheinlich im Store wird es hier auch angezeigt werden. Also es lohnt sich, boah, ich sag schon wieder morgen, sorry, tut mir leid, heute. Also es lohnt sich heute mal vielleicht für den einen oder anderen Race Room-Spieler da mal in den Store zu gucken. Vielleicht hat er das ein oder andere noch nicht gekauft und wollte sich es aber immer mal gönnen. Jetzt denke ich mal, mit so einem guten Angebot kann man das auch tun, würde ich mal sagen. So, wir werden heute ein Rennen fahren, nochmal in der KTM-Klasse. Ich mache jetzt hier gerade mal Einzel-Event. Und
Ja, das, was mir letztes Mal aufgefallen ist, dass hier das so ein bisschen buggy ist mit den Presets und so weiter, ist tatsächlich angekommen. Das soll jetzt im Dezember noch, soll es bereits schon Update geben. Da kommen auch neue Fahrzeuge dazu. Also ja, wir werden Race Room jetzt in der nächsten Zeit wegen öfter sehen. Aber ja, ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf. So, ja, hier gibt es eine neue Kategorie, nämlich nochmal eins weiter, die Expo RR Cup Klasse. Und genau, da können wir jetzt wählen aus, ich glaube, 29 Stück sind es. 8, 16, 24... 28, 29, genau, wunderbar. Dann suche ich mir jetzt mal einen aus. Der ist halt geil, ja, dieses so Erlkönig-Dingens-Design. Das ist ein Red Bull-Design, ist auch cool. Das ist so eine Standard-Lackierung. Martini gibt's, glaub, auch. Jawohl, Martini, sogar zweimal. Da gab's aber auch noch so eine richtig geile, dunkle, ich glaube, die war das. Ich glaube, die nehme ich. Das ist so ziemlich viel schwarz, ein bisschen orange drin. Ich glaube, die nehme ich. Ja, komm, ich nehme die hier. Und ich stelle mal alles ein, ich will euch da jetzt nicht langweilen, wir machen ein Rennen einfach und dann würde ich sagen, bis gleich auf der Rennstrecke. Ja, da sind wir. Und da haben wir auch schon die Startaufstellung. Ich habe jetzt mal volles Starterfeld gemacht, zumindest halt, dass jede Lackierung einmal vorkommt. Ich starte auf dem 20. Platz von insgesamt 29 Fahrern. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Startposition. KI-Stärke habt ihr, wie schon gesehen, habe ich mal bei 105 gelassen. Ja, muss erstmal wieder reinkommen, bevor ich die Schwierigkeit erhöhe. Aber 105 ist, glaube ich, war ganz okay bei der DTM. Ich denke, das wird hier auch ganz gut passen. Ja, ich gehe mal fortfahren. Dann gucken wir gerade mal ganz kurz. Und zwar wollte ich Fahrzeug-Setup. Wollte ich mal kurz reingucken. Und das scheint alles eigentlich soweit, denke ich mal, zu passen. Ich glaube, Bremsdruck manchmal ein bisschen weniger. Ja, lassen wir mal so. Ja, Runden habe ich 11 Runden eingestellt und ich nehme aber mal eine Runde sicherheitshalber mehr mit und ich habe einen Pflichtboxenstopp wieder dabei und ich habe eine Mindeststoppdauer mal auf 30 Sekunden eingestellt. Ja, einfach mal ausprobieren, macht vielleicht jetzt bei der Klasse nicht so wirklich Sinn, aber ich dachte einfach mal, das bringt dann bei den 29 Fahrzeugen im Feld ein bisschen alles ein bisschen durcheinander, wenn wir dann einen Boxenstopp mit drin haben, Schaden und so weiter, alles mit drin und dann würde ich sagen, ja, legen wir los. Achso, hier kommt noch die Startaufstellung. Ja gut, die müssen wir, glaube ich, jetzt nicht durchgucken. Da sehen wir nochmal die Lackierung vielleicht in groß. Hier die Red Bull-Lackierung oder die hier. Die finde ich schon cool. Die hat was. Ein bisschen des Erlkönigs-Style. Ja. Ich glaube, die werden wir zum Teil, ja, das bin ich, noch sehen. Die ist auch nicht schlecht hier. Boah, das... No Balls, No Game. Das ist geil. Und die Nummer 9. Wieso habe ich den nicht genommen? Mann, Nummer 9, meine Nummer. Okay, wenn ich mir nochmal KTM fahren, dann nehme ich den. Das ist safe, ja. So. Martini haben wir hier auch nochmal und dann haben wir hier nochmal so ein Red Bull-ähnliches Design, glaube ich. Also so für den Streifen her. Naja gut, okay, ich würde sagen, fortfahren. Ah ja, ich habe fliegenden Start, wie ihr seht. Das wollte ich auch mal ausprobieren, nämlich. Dann gucken wir mal. So, da geht's los. In 3 Runden wird das Boxenstoppfenster geöffnet. So, jetzt muss ich erstmal hier reinkommen. Da staut sich's. Bisschen. Muss ich erstmal hier gucken. Ja, normalerweise ist es ein Handschalter. Hier, man sieht es rechts am Bildrand ganz, ganz schwach noch. Hier sieht man, das ist ein Handschalter eigentlich. Ich habe aber ja keinen Shifter, also keinen Handschalter, deswegen mache ich es halt mit den Pedals. Da ist noch einer rechts. Den habe ich übersehen. Deswegen, ja, nicht wundern, dass ich da nicht so beim Schalten nicht immer so ganz perfekt rüberkomme, dass es nicht ganz perfekt so rüberkommt. So, jetzt gucken wir mal, ob wir da irgendwie so ein bisschen fahren können. Muss erstmal auch gucken, wo die so bremsen. An dem kann ich mich jetzt ein bisschen orientieren. Ja, auf den ersten Metern muss ich sagen, fährt sich sehr, sehr gut das Fahrzeug. Also man merkt halt wenig Gewicht, gutes Fahrwerk, dann natürlich durch die Slickreifen. Sehr, sehr creepy. Ich glaube, der ist noch rechts neben mir, ne? Ein bisschen aufpassen. Boah, da drückt's mich raus. Komm, Gas, 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 Gas. Boah, eine ziemlich krasse Bodenwellen hier, merkt man. Merkt man, dass das Flach halt relativ. Das Teil relativ flach liegt, so, das wollte ich sagen. So, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, sorry. Deswegen verzeiht mir die vielen Versprecher. Okay, da ist ein bisschen mehr Schwung hier runter. So, ein bisschen die Auslaufzone nutzen. Ja, also Force Feedback ist Bombe, muss ich schon sagen. Also, man merkt ja echt jede Bodenwelle, jeder Curb, alles. Sehr, sehr interessant.
Und ja, da habe ich mir schon gedacht, dass der da noch innen ist. Ist ein bisschen blöd, dass man das hier nicht so richtig sieht, wo die denn alle sind. Nee, aber sonst wäre es sehr, sehr geil, muss ich sagen. Bisschen leicht auf der Hinterachse, habe ich das Gefühl. Man muss beim Anbremsen schon ein bisschen aufpassen. So, ja, auf dem Körper schleunigen ist nicht so geil, aber ich muss ja irgendwo hin, wo Platz ist. Nee, fährt sich sehr, sehr cool. Macht auf jeden Fall richtig Spaß. Also ich hoffe mal, dass es vielleicht in Race Room noch ein paar andere so Track-Toy-ähnliche Dinger gibt. Oder eben, wie schon angekündigt, der GT4 KTM wäre auch geil, glaube ich. So, 17, da sind wir schon mal. Auch nicht schlecht. Ich meine, Red Bull Ring liegt mir sowieso eigentlich relativ gut. Und dann passt ja auch, ne? Österreichisches Fahrzeug hier. Da steht ein bisschen quer hier. Kann ich ausnutzen, kann ich vorbeigehen. Und dann hier auf dem Ring. Und ist ja sowieso eine etwas kurvigere Strecke. Da passt es ja wirklich gut. So, der macht jetzt hier ein bisschen Druck von hinten. Ein bisschen über den Curb, oder? Soll der auch drin sein? Das sind Curbs doch da. Das passt sogar ganz gut. Komme ich sogar mit richtig gut Schwung rum. So. Vielleicht auf der Bremse. So, Boxenstoppfenster wird nächste Runde geöffnet. Muss ich ein bisschen aufpassen. Sehr gut handelbar. Mann, das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. Also Leute, wer Race Room nicht hat, ja, ladet euch Race Room runter. Race Room ist umsonst, ja. Bei Steam einfach runterladen und das Auto ist, oder ja, der KTM, er ist ja ein Auto, ja, Rennfahrzeug ist auch umsonst, also das macht richtig Laune, ey. So ein Cup Race hier mit dem Ding. Auf der Strecke auch noch. Gut, die Strecke ist nicht umsonst, aber es gibt auch trotzdem coole Strecken. Und ansonsten heute beim Black Friday Sale zuschlagen. So, komm rum. Der fährt sich schon geil. Bodenwellen sind heftig. Also das, ich denke, eine Runde Nordschleifen mit dem wird man auch merken. Das ist immer Spaß, ey. Hammer geil. Richtig hier so schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Komm rum. Da habe ich jetzt nicht optimal. Da bin ich ein bisschen zu früh am Gas gewesen. Da ist die Linie ein bisschen weit geworden. Merkt man auch gleich an dem Kumpane hinter uns, dass er gleich ein bisschen hier Druck schiebt. Boah, da rutscht mal ein bisschen zu weit raus jetzt. So, ein bisschen hier auf den grünen Streifen. So, aber jetzt müsste dann das Boxenstoppfenster offen sein. Gucken wir mal, dass wir so zur Hälfte des Rennens vielleicht reingehen. Zu Ende der fünften Runde oder so. War wieder zu weit außen. Scheiße, Glück gehabt. Aber irgendwo muss ich ja hin. Ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn ich mit Fahrzeugen ohne ABS fahre, was wir hier haben, wir haben ja keine Traktionskontrolle oder ABS, habe ich immer so Angst, wenn ich hinter einem anbremse, dass ich den mitten drauf knall. Deswegen bremse ich da immer sehr versetzt an, was mir oftmals aber auch keine gute Linie dann gibt. Oftmals wäre es auch sinnvoller, einfach hinten dran zu bleiben. So, da beschleunigen wir aber jetzt ein bisschen besser raus. Ja, wir kämpfen uns ganz nett vor eigentlich sogar. Aber ja, gut. Macht auch mega Laune gerade. So, der ist noch da innen. Jawohl, dann lassen wir auch vorne jetzt erstmal. Wo ist denn der andere? Ja, da haben wir schon gedacht, dass der noch rechts neben uns ist. So, da warten wir mal ab hier. Da versucht er einen Angriff. Muss ein bisschen enger fahren hier. Kampflinie. So, jetzt aufs Gas. Komm. Das ist KI haben sie schon verbessert. Also man merkt, sie versuchen schon ein bisschen Kampflinie zu fahren, ein bisschen zu attackieren. Ein bisschen sich einfach nur zu zeigen im Rückspiegel. Mich zu zwingen, hier so ein bisschen Kampflinie zu fahren. Das ist schon sehr cool. Den inneren Körper sollte ich, glaube ich, weglassen. Der hebelt mich zu sehr aus. Das kann nämlich mal richtig nach hinten losgehen. Das lassen wir, glaube ich, mal lieber. So, komm, und aufs Gas. Da kann man ganz gut raus, glaube ich. So, ich würde sagen, Ende dieser Runde gehen wir rein, oder?
Fenster ist ja offen. Sollte offen sein, zumindest mal. Ja, das, also es fährt sich auch, also man hat jetzt auch nicht so das Gefühl, dass das Fahrzeug ja, zu viel Bums hat oder so. Also es ist jetzt nicht, ich kann relativ früh aufs Gas gehen. Also es macht richtig Spaß. Es ist ein richtig geiles Kampffahrzeug. So sollte das eigentlich sein. Also kann man auch vorstellen, dass in Wirklichkeit der KTM sehr, sehr angenehm zu fahren ist. So, ich funk mal an, sicherheitshalber. Und dann kann ich ja bei der Box dann das alles bestätigen. Und wir haben ja sowieso 30 Sekunden Standzeit, egal jetzt was passiert. So. Jetzt haben wir ein bisschen hier verloren. Jetzt müssen wir mal gucken, Boxeneinfahrt ist natürlich so eine Sache hier. Weil das ja hier so rechts reingeht, dass ich nicht zu weit bin. Aber ich bin einer der Ersten, der jetzt hier in die Box fährt. Pit-Limiter darf ich nicht vergessen. Gucken, wo ist denn das Ding? Machen wir hier mal so. Ja, passt. So, jetzt muss ich mal gucken. Auftanken 0 Liter Slicks. Kann man das auch ablassen, weglassen? Ah ja, so kann man es machen, dass keine Reifen gewechselt werden. Alles klar. Das hätte, deswegen war ich nämlich so lang bei... Ja, das war jetzt aber kacke, oder? Na, super. Ich habe jetzt, hätte ich das jetzt so einstellen müssen, dass ich so lange stehe, oder was? Weil jetzt habe ich ja die Pflicht nicht erfüllt, oder? Ich dachte, das macht er automatisch, wenn ich sage 30 Sekunden. Oh nee, echt jetzt? Ja, das ist ja kacke. Ja, okay. Ich dachte, das macht er dann automatisch mit dieser 30 Sekunden Stehzeit. Das ist ja natürlich scheiße. Ja, da kann ich ja gerade nochmal reinfahren. Ja, da haben wir jetzt natürlich richtig verkackt. Ja, kacke. Da gehe ich jetzt nochmal rein. Scheiße. Ja, das ist ja doof. Ja, da muss ich ja die Reifen und alles wechseln. Ja, gut, okay. Vielleicht ist es ein Experiment. Das einfach mal auszuprobieren. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Macht ja auch Spaß, hier zu fahren. Fahren wir halt nochmal rein. Aber da werden ja einige jetzt Probleme haben. Ich muss es halt so einstellen, dass der auf jeden Fall 30 Sekunden steht. Und da sind einige in der Box. Oh je. Naja gut, das wusste ich nicht. Dass das, ich dachte, der bleibt dann automatisch so lange da drin stehen. So, na gut, dann machen wir jetzt mal hier, keine Ahnung wie lang, machen wir 15 Liter. So, dann hoffe ich doch mal, dass es jetzt passt. Ja, jetzt fährt er auch hin hier. Tanken. Oder muss ich irgendeine Aktion machen, dass er steht und dann wartet er auf jeden Fall? Oder wie ist das? Wechselt auch nicht die Reifen. Gut, jetzt ist deutlich länger. Okay. Ja, geil. Jetzt kommen wir in dem raus. Ja, komm, lass mich ihn vorne. Gut, jetzt sind wir letzter. Aber, naja, okay. Das muss ich noch mal ein bisschen ausprobieren. Das probiere ich auch mal offscreen aus. Das war halt ein spontaner Einfall, das jetzt einfach mal in der Folge auszuprobieren. Aber, ja, warum auch nicht, ne? So, jetzt haben wir natürlich viel zu viel Sprit. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht muss man auch einfach irgendeine Aktion machen, dass er auf jeden Fall stehen bleibt oder so. Und dann wartet er vielleicht sicher ab oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Naja, ich gebe jetzt einfach mal Vollgas und dann vielleicht kommen wir ja noch... kriegen wir den einen oder anderen noch. Jetzt haben wir jetzt ein bisschen freie Fahrt, frische Reifen und ein super schweres Auto. Oh, da kommt der Arsch ein bisschen. Uah! Nehmen wir ein Bergabstück, aber alles super kontrollierbar. Komm da rum, komm da rum, komm da rum, komm da rum, komm da rum. Gas. Sehr schön. So, es sind nochmal einige in der Box, aber trotzdem, da sind wir einfach zu viel weit hinten, da wir jetzt halt zweimal in der Box waren, unnötigerweise.
Sonst haben wir uns gut nach vorne gekämpft. Also ich glaube mal, da wären wir Top 10 oder so, wäre auf jeden Fall drin gewesen. Da kommen wir jetzt ein bisschen zu weit raus. Naja, gut. Das muss ich nochmal offscreen ein bisschen ausprobieren mit der Standzeit. Und vielleicht weiß es ein oder andere von euch, wie man das richtig machen soll. Dass das passt. Dass er halt quasi die Zeit abwartet, so wie in einer GT Masters oder so zum Beispiel. Okay, jetzt habe ich mal probiert, ein bisschen früher aufs Gas zu gehen. Also, ja, der Arsch kann schon kommen. Ja. Gut zu wissen. So, ich glaube, an den da vorne kriegen wir, glaube ich, noch. Zum Ende des Rennens. Kommt man ziemlich weit raus. So. Ja, dieser Curb da hinten ist ein bisschen fies. So. Ja, immerhin schnellste Rennrunde, ist ja auch was. Ein bisschen freie Fahrt. Geht schon nach vorne. Oh, da kommt noch mal einiger aus der Box. Okay, da kriegen wir doch noch vielleicht die eine oder andere Position. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier vorbeigehen. Okay, da hinten ist er. Vielleicht geht ja noch was, die letzte Runde. Ja, hier ist ein bisschen vorsichtiger am Gas und dann kann man hier schon ganz gut raus beschleunigen. Ist hier zweimal ein Drehzahlbegrenzer gefahren, das war nicht so geil. So, den kriege ich doch vielleicht auf der Bremse hier. So, wegen eng bleiben hier, davor setzen, Kampflinie. Jetzt versucht er den Konter innen. Die nächste Kurve ist eine Linkskurve. Also eigentlich Vorteil für mich. Kann aber natürlich den Schwung nicht so geil umsetzen, weil ich ja jetzt innen bin. Das macht, nutzt er jetzt aus hier, oder? Ne, er kann es nicht umsetzen. Sehr schön. Aber man kann richtig geile Duelle hier fahren. Also Race Room, dass die KI jetzt hier wieder ein bisschen mehr Rennen fährt, das macht schon Spaß, auf jeden Fall. Natürlich hat sie hier und da immer noch ihre Macken, aber sie sind auf dem richtigen Weg, sagen wir es so. Das war ein bisschen zu früh eingelenkt. Komm, da ist Gas. Uah. So, zwei letzte Runde. So. Na, vielleicht kommen wir an die zwei da vorne nochmal ran. Kämpfen auch ein bisschen miteinander. Dann könnten wir vielleicht immerhin in den Top 20 kommen. Wäre ja auch nicht schlecht. So, sehr schön. Bisschen im Windschatten hier. Ah, nee. Guck mal, er macht die Linie zu. Sehr geil, sehr geil. Gefällt mir. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier gestern mich positioniere. Ja, hier ist nicht so optimal. Ja, die Kurve hier, da verliere ich, glaube ich, aber so ein bisschen Zeit. Nicht optimal hier rumgefahren. Auch hier komme ich nicht so optimal rum, wie ich es gerne würde. Also da liegt noch ein bisschen Zeit drin. Jetzt komme ich ein bisschen zu weit raus. Zum Glück haben wir einen etwas größeren Grünstreifen. Ist natürlich auch, man nimmt zwar nicht optimal Speed mit, aber
immerhin besser wie der komplette Abflug. Jetzt komme ich auch ein bisschen zu weit raus. Und auf dem grünen Streifen. Nein, 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 in der letzten Runde. Das gibt's doch nicht. Okay, das ist jetzt. Ja, ich wollte es gerade sagen. Das ist jetzt die dümmste Idee, die ich jetzt hatte. Oh, au, au, au. Okay. Komm da rum. Ja, schön. Was für ein Scheiß. Ach, komm jetzt. Gut, wir haben auch ein relativ schwer oder ein schwereres Auto. Das könnte auch erklären, warum ich in den schnellen Kurven nicht so optimal um die Kurve komme. Naja, egal. Ist ja nur mal so zum Test, ja. Und letzter werden bei 29. Ist ja auch eine Kunst. Oh Mann. Ja, ich nehme es mit Humor. Aber trotzdem, das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem auch viel Spaß beim Zusehen. Auch wenn ich euch jetzt hier keine Mega-Jagd nach vorne zeigen konnte. Aber wenn ihr Bock drauf habt, können wir gerne mal nochmal so ein KTM-Rennen machen. Oder vielleicht mal auch ein Multiplayer. Ich glaube, das ist so ein Cup-Rennen. Ist immer relativ geil, weil, ja, die Flitzer machen Spaß, muss man ganz klar sagen. So, ich mogel mich mal da rein, vielleicht wäre ich dann doch nicht ganz letzter. So, immerhin Vorletzter, yay! Ja, da habe ich mich ein bisschen in der ersten Kurve, jetzt in der letzten Runde, ein bisschen verbremst und an die komische Linie dahinterher gefahren und dann auf dem Grünstreifen ein bisschen zu heftig, boah, das war auch nicht gut, zu heftig beschleunigt und dann war es irgendwie nicht mehr abzufangen. Naja, sei es drum. Für das, dass ich einen Boxershop mehr gemacht habe oder eine Durchfahrtsstrafe gemacht habe, besser gesagt. Und dieser dumme Dreher. War es trotzdem ganz okay. Ja? Also hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und die schnellste Rennrunde, glaube ich, hatten wir auch bis zum Schluss noch. Von dem her alles okay. Sehr cool. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß. An der Stelle würde ich dann sagen, bin ich raus. Und ja, man hört sich. Bis zur nächsten Folge hier in Race Room Racing Experience. Ciao!